Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar, Daten Plattform der Zukunft in der Energiewirtschaft und Utility-Branche. Also ich glaube, wir könnten mal anfangen. Ich freue mich, dass ihr den Weg hier gefunden habt und daran teilzunehmen. Bevor wir anfangen, soll ich mal einige administrative Informationen geben. Erstens ist das Audiomikrofon stumm geschaltet, aber bitte jederzeit, wenn ihr Fragen habt, einfach im Chatfenster die Fragen eingeben und wir werden versuchen, sobald wie möglich zu beantworten. Wenn wir es nicht sofort schaffen, also eine Antwort zu geben, machen wir es dann nach dem Webinar. Und zweitens ist das Webinar aufgezeichnet, sodass alle die Personen, die sich dazu angemeldet haben, in Ruhe alle Informationen danach abrufen können. Das Letzte werden die Teilnehmer auch eine Powerbank per Post bekommen können. Sebastian wird das Recording zusenden und eventuell könnt ihr ihn direkt kontaktieren oder auch mich direkt an andrea@couchbase.com. Alles klar. Also ich würde sagen, fangen wir mal an. Ist es okay, Sebastian? Ja, natürlich. Ja. Alles klar, danke dir. Gut, dann das Webinar heute ist genau Datenplattform der Zukunft in der Energiewirtschaft und Utility-Branche. Das ist das erste Webinar auf Deutsch über dieses spezifische Thema, das wir veranstalten. Ich nehme mal an, dass das Vorwissen ist, dass ihr schon von Couchbase oder anderen NoSQL-Technologien irgendwie gehört habt und hauptsächlich mit relationalen Datenbanken Erfahrung hattet. Kurz über mich, vielleicht also machen wir, also das ist die Agenda für heute und wir werden natürlich ein bisschen Kontext geben. Wir sprechen von relationalen Datenbanken und NoSQL und warum NoSQL so populär in den letzten 25 Jahren gewesen ist. Und nachdem wir ein bisschen Kontext gegeben haben und erklärt haben, was Couchbase macht und was die Technologie erlaubt, dann werden wir uns darauf fokussieren, was einige Unternehmen in dieser Branche gemacht haben und wie marktführende Unternehmen einige Probleme und Herausforderungen gelöst haben. Genau, kurz über mich. Ich arbeite ja in Couchbase als Account Manager und unter anderem bin ich für die Unternehmen in der Energie- und Utility-Branche in Zentraleuropa verantwortlich. Ich arbeite hier von Berlin und komme ursprünglich aus Italien, deswegen meinen italienischen Akzent. Gut, dann vielleicht kannst du, Gregor, dich präsentieren. Ja. So, hallo zusammen, mein Name ist Gregor Bauer, ich bin Senior Solutions Engineer bei Couchbase, bin zuständig für Zentraleuropa und Osteuropa, bin Mathematiker. Bevor ich Couchbase gejoint habe, war ich 10 Jahre in der Telco-Industrie und mein Hauptfokus war schon damals immer auch IoT, Device Management, Enterprise Architecture und Software Design. Deswegen werde ich auch später auf die Technik sehr detailliert eingehen und auch die Use Cases, was man dann speziell IoT auch oder auch generell im Datenbankumfeld mit uns machen kann. Danke dir, Gregor. Gut, dann vielleicht können wir irgendwie beschreiben, was die Herausforderungen heutzutage sind für viele Unternehmen in diversen Branchen. Also sicher, was wichtig ist, ist, dass wir kundenorientierten Applikationen haben und dass die Applikationen sich anpassen können nach den Bedürfnissen der Kunden und Benutzer. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Applikationen immer also nutzbar sind, auch genau in Endgeräten und auch ohne Netzwerk idealerweise. Also ja, also echtzeitige Informationen und Datensammlung und so weiter ist auch ein kritischer Punkt. Und man braucht auch Datenplattformen, die Transaktionen irgendwie supportieren können.
Und ja, Flexibilität und Agilität ist auch ein großes Thema und vor allem in der Energiebranche. Und es ist auch ganz wichtig, dass eine Datenplattform ganz einfach zu nutzen ist. Also Gregor wird natürlich einen technischen Hintergrund geben, was Couchbase technisch erlaubt. Ich werde mich einfach darauf fokussieren, was Unternehmen in der Energiebranche eigentlich brauchen momentan. Und die Anwendungsfälle werden irgendwie auch besser erklärt in dem letzten Teil von diesem Webinar. Gut, dann jetzt über die Herausforderungen. Wir müssen ganz klar sagen, dass Couchbase wirklich als Lösung ist irgendwie cross-vertical. Das heißt also, es löst verschiedene Probleme in verschiedenen Branchen erstens. Und die Probleme sind normalerweise immer die Skalierbarkeit oder Performance oder eine bessere Nutzung der Ressourcen und eine effizientere Nutzung der IT-Ressourcen, Automatisierung und so weiter. Ja, über NoSQL, wir können immer sagen, also die Idee ist, die NoSQL-Technologie ist genau dafür benutzt, um bessere Interaktionen mit den Applikationen zu schaffen. Und das bedeutet, dass das erlaubt, also mehr Transaktionen und grundsätzlich eine positivere Erfahrung für die Benutzer. Das ist genau, was die modernen Applikationen brauchen. Also ich brauche mit einer Applikation, dass ich verschiedene Interaktionen haben kann. Also egal, ob das eine Web-, Mobile- oder IoT-Applikation ist. Und ich brauche auch genau diese Agilität und Flexibilität. Also ich glaube, was sehr wichtig ist für die Energiebranche, ist, also natürlich gibt es einige Punkte wie zum Beispiel Preisfluktuation, Spitzenbedarf, Dynamik und immer neue Erwartungen von Kunden. Digitales Effizienz und Innovation, ja, ist natürlich ein großes Wort, würde ich sagen. Aber ja, die Frage ist, wie kann ich das wirklich schaffen? Predictive Analytics ist auch sehr wichtig, so dass ich irgendwie den Markt lesen kann, besser lesen kann und Aktionen unternehmen kann. Aber was extrem wichtig ist, ist sicher die grüne Technologie, also so wie auch eine effiziente Nutzung der Ressourcen. Und das gilt auch für die EDV-Abteilung, wo es also sehr kritisch ist, die richtige digitale Werkzeuge anzuwenden. Und man muss immer, genau, also ein kundenorientierter Service garantieren können, aber ohne Kompromiss. Also man muss das immer haben. Und um klar zu sein, also wirklich unsere Absicht hier ist gar nicht eine Lösung für alle Probleme zu präsentieren, sondern zu erklären, wie einige marktführende Unternehmen in der Energie- und Utility-Branchen in den USA, in der Vereinigten Königreich, in Italien, in Deutschland und Frankreich eine Lösung für einige dieser Probleme gefunden haben. Und ja, also was sicher ein Thema ist, ist, dass in der Europäischen Union, also die Europäische Union hat sich ganz klar über das Klimaziel fürs Jahr 2030 geäußert. Also man muss die CO2-Emissionen um 55% gegenüber dem Jahr 1990 verringern. Und die Klimaziele werden kontinuierlich per Monitoring, also alle 2 Jahre überprüft. Die sind die sogenannte Nachhaltigkeitstesten. Und die Union möchte die Treibhausgasneutralität bis 2050 erzielen. Also
idealerweise auch mit einer negative Emissionen ab 2050. Also nur in 8 Jahren werden auch Auto und Lkw mit Benzin und Diesel nicht länger verkauft werden. Es ist die sogenannte Phase-Out of Fossil Fuels Vehicles. Deswegen ist jetzt auch E-Mobility ein großes Fokus. Und ja, also das, was wichtig ist, ist, dass mit Couchspace kann man irgendwie einige Probleme lösen, die also zu tun mit Effizienz und Performance haben. Und man muss natürlich verstehen, also viele Unternehmen in dieser Branche nutzen Mainframe und relationale Datenbanken, also traditionelle Technologien. Die Frage ist, ob man irgendwie auch also die Performance von diesen Technologien irgendwie verbessern. Und genau deswegen wurden diese Systeme wie diese Technologie wie Couchspace erfunden. Hier gibt es einige Beispiele von Unternehmen, die in anderen Branchen eigentlich Couchspace erfolgreich nutzen. Und wir können sofort sehen, also wie viele Millionen von Operationen sich also diese Unternehmen mit Couchspace verwalten. Also gibt es hier viele Namen von Leaders in verschiedenen Märkten und die anderen werden wir, wie gesagt, in den letzten Teil anschauen. Einige können wir nicht irgendwie erwähnen. Wir haben natürlich auch Non-Disclosure Agreement mit diesen Unternehmen, aber wir werden natürlich irgendwie auch erklären, was möglich ist zu machen. Gut, dann ich würde sagen, was vielleicht interessant wäre, ist zu diskutieren, was für Anwendungsfälle also mit Couchspace irgendwie also lösbar wären. Also Legacy Offloading ist sicher ein großes Thema. Gibt es immer mehr, und das ist zum Beispiel der Fall mit Unternehmen wie British Gas, also Centrica. Sie haben eine Migration von Mainframes und relationalen Datenbanken durchgeführt und sie haben die Kosten ganz stark gesunken und sie haben auch mehr Effizienz und Performance geschafft. Es war auch ein Kontakt von mir in einer der großen Unternehmen in der IT weltweit. Und er hatte gesagt, also wir nutzen Couchspace und wir sind so viel an Database as a Service, also Capella, interessiert, weil also wir nutzen manchmal auch die Server nicht die ganze Zeit. Deswegen, wir brauchen nicht so viele große Maschinen, also die ganze Zeit aktiv zu haben. Also es kann Sinn machen für uns, abzuschalten. Und dann nochmal zu aktivieren. Deswegen ist die Frage, also brauche ich wirklich immer diese großen Maschinen aktiv zu haben oder kann ich irgendwie die Ressourcen nutzen, die ich brauche, die sogenannte Autoscaling oder Selbstskalierung, können wir vielleicht sagen. Ja, die Frage ist schon so, also man kann irgendwie ausskalieren oder unterskalieren und ganz wichtig ist, dass genau die Kunden nutzen, was gebraucht ist. Und also nicht nur Legacy Offloading, also was sicher also Vorteile hat, ist die Daten von Kunden also in eine einzige Plattform zu haben, die alle Informationen hat, also Rechnungsinformationen, also was ich als Benutzer grundsätzlich, wie viel Strom ich nutze und so weiter. Und ich kann alle diese Informationen in eine einzige Datenplattform haben. Und eine Plattform, die mehr Funktionalität anbietet, also Analytics, Eventing, wie wir sehen können, also SQL Queries, Caching, Key-Value-Access und Full-Text-Suche und auch Mobilanwendung.
Und genau das, also die Mobilanwendung ist ein ganz starker Punkt von Couchbase, weil Couchbase die erste NoSQL-Lösung für Endgeräte war, also wenn wir an die Geschichte anschauen. Und es ist natürlich ganz bequem für Leute, die zum Beispiel Experten oder Techniker, die vor Ort sind, für Instandhaltung der Anlagen, also die Applikation nutzen zu können, auch wenn das Netzwerk nicht da ist. Und das Netzwerk ist sehr oft auch nicht da. Und es ist natürlich ganz bequem, das zu nutzen. Und das ist auch die Unternehmen wie General Electric und PG&E, diese Datenplattform nutzen. Also Real-Time Analytics ist auch sehr wichtig, wie auch Risk Analysis. Also Analytics ist, also man kann irgendwie Couchbase mit analytischen Tools verbinden, ja klar. Es ist auch, aber auch möglich, mit Couchbase Real-Time Analytics zu haben. Und das kann sehr bequem sein, wenn ich einige Entscheidungen so bald wie möglich für das Business treffen möchte. Also ich würde sagen, wir werden spezifisch über diese Anwendungsfälle mehr in den letzten Teil von diesem Webinar sprechen. Ich würde vielleicht so machen, dass vielleicht jetzt Gregor etwas mehr über also eine Präsentation von Couchbase, technische Präsentation macht, und dann können wir spezifisch über die Anwendungsfälle von Couchbase in der Energiebranche bei einigen Kunden sprechen. Dann, genau, also ich gebe dir das Wort, Gregor, vielleicht kannst du weitermachen. Hast du auch zu scheren, dass ich Ja. mal weitermachen kann? Okay, Ah, dann. vielleicht nur als Ergänzung, Gregor, vielleicht mache ich mal, oder vielleicht kannst du also die letzten zwei Slide von Kapitel 2 vielleicht erklären. Die letzten zwei Slides von dir, oder? Ja, genau. Okay. Generell ist es ja so, dass es mehrere verschiedene Typen an Datenbanken gibt. Es gibt transaktionale Datenbanken, die haben ihren Use Case, analytische Datenbanken, die für Analytics verwendet werden, operational Datenbanken und so weiter. Und Couchbase an sich, wir sind so ein bisschen in der Mitte drin. Wir haben nämlich Schnittpunkte zu transaktionalen Datenbanken und zu analytischen Datenbanken. Und on top haben wir dann noch Features, sowas wie Volltextsuche, Key-Value-Index, Mobile Analytics Query und Cache. Alles in einer Plattform. Das ist ziemlich außergewöhnlich. Hier sieht man das nochmal. So sieht sich Couchbase. Und warum das so ist, dazu komme ich jetzt in meinem Teil. Fangen wir an mit dem Thema relationale Datenbanken zu NoSQL. Was das ist, warum es so ist, welche Schwierigkeiten es in relationalen Datenbanken gibt und so weiter. Relationale Datenbanken bedeutet ja nichts anderes, dass wir in Relationen, also in Tabellenstrukturen mit Verweisen arbeiten. Starre Tabellen. Und da liegt auch schon das Problem. Es sind einfach Tabellen. Wenn ich da was ändern möchte, zum Beispiel an den Spalten, dann bedeutet das immer ein Schema-Change. Dazu muss ich eine Downtime haben, der Administrator muss das planen und machen und der Entwickler muss immer warten. Und in der heutigen Zeit ist es ja so, dass wir sehr viele Felder verändern. Die Nutzerstruktur ändert sich, neue Felder müssen hinzugefügt werden, wie man kann es hier schon mal sehen, First Name, Last Name, Twitter-Account, E-Mail-Account, mehrere E-Mail-Adressen, mehrere Telefonnummern. Und es wächst und wächst und wächst die Information, die wir von dem Kunden haben. Und für jedes Mal, wenn ich dann Schema-Change mache, das dauert. Und es ist auch nicht ohne Risiko, weil es kann dazu Problemen kommen, wenn man das nicht vernünftig macht. Generell, der Vorteil von NoSQL ist,
dass jedes Dokument nicht als Zeile gespeichert wird, sondern jeder Eintrag im Endeffekt ein JSON-Dokument ist. Der Vorteil ist, jedes Dokument kann anders aussehen. Die ganzen Felder können sein, wie sie sein sollen. Der eine kann das Feld haben, der andere nicht. Der andere kann komplett anders aussehen, der andere hat einen komplett anderen Typ und so weiter. Das ist nicht schlimm, weil NoSQL-Datenbanken können das trotzdem queryen und teilweise schneller als eine relationale Datenbank, weil sie eben komplett verteilt sind. Das ist der große Vorteil. Der Entwickler kann sich entscheiden, wie das Datenmodell zu sein hat und braucht keinen Administrator dafür, kein Change Window. Er kann das on the fly ändern. Das ist der große Vorteil von der NoSQL-Datenbank. Couchbase ist da einzigartig, da wir sowohl relationale Vorteile, die kann man ja nicht von der Hand weisen. Relationale Datenbanken haben ihre guten Gründe und Daseinsberechtigungen. NoSQL-Datenbanken auch. Couchbase hat es erkannt und hat ein System entwickelt, das beides in einem vereint. Wie geht es jetzt? Wir haben Dokumente. Relationale Datenbanken haben aber Tabellen. Couchbase hat ein System entwickelt, das nennt sich Scopes und Collections, mit dem wir diese Relationen aus dem relationalen Datenbankmodell nachbilden können. Und so nennt sich das dann. Also Scopes wäre äquivalent zu einem Schema, das ich habe. Schema, also wie die Tabelle auszusehen hat. Wir enforcen es aber nicht, wir können es aber nachbilden. Collection entspricht einer Tabelle. Das heißt, ein logischer, abgetrennter Bereich in meiner Datenbank, wo alle meine Dokumente des Schemas drin sind. Und da habe ich dann auch keine Zeilen, sondern einfach Dokumente, die mit einem Key gespeichert werden. Der Vorteil, den ich dabei habe, ist, ich kann eins zu eins dieselben Queries machen wie in einer relationalen Datenbank. Das heißt, ich habe die ganzen Vorteile wie Joins, wie Transactions. Couchbase ist 100% ANSI-compliant. Das heißt, alle Vorteile, die ich schon vorher hatte, kann ich machen. Ich kann das Ganze modellieren, wie ich möchte. Ich kann, by the way, dann auch Multi-Tenancy damit machen. Das sieht man hier unten, dass ich quasi die logischen Container abtrennen kann in verschiedene Applications oder verschiedene Nutzergruppen, was mir auch Microservices Datenbanken ermöglicht, dazu aber mehr später. Und naja, das alles kann ich mit SQL abfragen, dazu auch später mehr. Andere Vorteile von NoSQL-Datenbanken. Typischerweise kennt man das bei relationalen Datenbanken, dass man zwei große Boxen hat. Typischerweise entweder eine große VM oder direkt Bare Metal Hardware, wenn es, ja, Use Cases sind, die sehr viele Requests pro Sekunde haben, wird heutzutage immer noch sehr gerne in Bare Metal Hardware wegen der zusätzlichen Performance gegangen. Der Nachteil dabei ist jetzt unter anderem Architektur, Redundanz und Failover natürlich, dass ich da zusätzlich Kosten habe, weil die Box muss so dimensioniert werden, dass ich immer einen Puffer habe, weil die Box kann ich nicht so leicht austauschen. Ich muss nämlich die gesamte Box austauschen. Das heißt, ich tue eine neue ins Cluster hinzufügen, migriere die ganzen Daten rüber, schalte das dann an und dann habe ich die Migration gemacht. Das ist sehr langwierig, kommt echt auf die Daten drauf an. Wenn man viele Daten hat, kann das schon mal einen halben Tag dauern, bis ich so einen Server migriert habe oder einen Tag. Meine Applikation ist währenddessen down. Und ich habe auch noch erhöhte Kosten, weil je größer die Box wird, die Kosten steigen exponentiell, weil kleine Boxen sind relativ billig. Je größer sie werden, die Hardware an CPU und RAM, desto teurer wird das Ganze. Und irgendwann, naja, habe ich dann halt keine größere Box mehr. Und so habe ich dann entweder positive User Experience, aber exzessive Kapazität, die ich unnützigerweise zahlen muss. Oder wenn es zu klein ist, dann habe ich mir zwar Serverkosten gespart, aber die User Experience ist nicht gut, weil die Queries nicht so schnell sind. NoSQL-Datenbank und speziell Couchbase ist es so, dass wir linear skalieren. Warum? Weil NoSQL-Datenbanken Cloud-Native designed wurden. Die wurden also schon im Hintergrund als verteiltes System designed, dass ich quasi nicht zwei große Boxen habe, sondern auf ganz viele Nodes verteilen kann.
Und die Skalierbarkeit ist ganz einfach. Kleinere VMs und da skaliere ich einfach nur raus. Das macht es billig, weil ich nur skaliere, wenn ich muss. Und die kleinen Boxen, die sind halt einfach auch billiger. Und man skaliert nur, was man braucht. Dazu später auch noch mehr, weil da gibt es bei Couchbase eine Spezialität dafür. An sich, welche Produkte haben wir? Ich fange mal auf der Seite hier an, Couchbase Lite. Wir sind nicht nur eine Datenbank, wir sind eine richtige Plattform und wir haben verschiedenste Komponenten. Eine davon ist eine Mobilkomponente, nennt sich Couchbase Lite. Ist eine Library, die ich meiner App in iOS, Android hinzufügen kann, die nichts anderes ist als eine kleine NoSQL-Datenbank direkt auf meinem Gerät. Das ermöglicht uns jetzt, Use Cases zu haben, wo wir komplett offline sind. Wir können Daten abfragen, speichern, ohne Internet. Dazu später mehr von Andrea mit den Use Cases, die wir da im Field Service haben. Das ist aber nur der eine Use Case. Der andere Use Case ist zum Beispiel IoT auch. Dazu später auch noch mehr. Wir können auch mit unserem C-Stack auf einem IoT-Gateway zum Sammeln von Daten gespeichert werden, die dann aggregiert werden können und ins Backend gesynkt werden können. Hier denke ich auch an Sachen wie die modernen Zähler. Die sind ja nicht immer erreichbar von außen. Manchmal sind die im Keller. Wenn man da eine Abfrage machen möchte, geht es vielleicht nicht. Der Servicetechniker muss runter. Und, naja, man kann Daten einfach länger speichern, bis man wieder ein Netzwerk hat. Anderer Use Case sind die Apps für den End-User. Sei es jetzt bei einer Energieversorger, meine Energie-App, wo ich meinen Zählerstand eintrage oder meine Vertragsdaten habe. Diese ganzen Daten kann ich auch speichern und synchronisieren mit dem Backend. Und damit erreiche ich wirklich eine unglaublich gute User Experience, weil die Daten auf meinem Gerät schon sind. Das heißt, wenn ich die App aufmache, kann ich sofort loslegen und muss nicht warten, bis ich Internet habe oder irgendwelche Daten synchronisiert habe. Offline ist das eine. Die andere Komponente, die wirklich herausragend ist, ist das Sync Gateway. Weil man kann sich vorstellen, die Daten möchte ich vielleicht auch ins Backend synchronisieren, wenn ich meinen Zählerstand abgefragt habe. Ich möchte aber vielleicht auch Benachrichtigungen über das Netz, über Ausfälle, über neue Angebote bekommen vom Backend zu meinem Gerät. Und dafür gibt es das Sync Gateway. Das löst einige der Hauptprobleme im Markt. Und zwar, wenn man sich mit Mobilapplikationen mal beschäftigt hat, ist es immer ein Problem, Daten zu synchronisieren. Das geht hier vollautomatisch. Wir haben Delta-Syncs. Es wird nur gesynkt, was wirklich notwendig ist. Vollautomatisch. Read-Write-Conflicts. Das hat vielleicht der ein oder andere sich schon mal überlegt. Wenn ich jetzt zwei Endgeräte habe und denselben Datensatz editiere, dann gibt es einen Konflikt, den ich normalerweise selber mit sehr viel Code und Logik abfangen muss. Das ist hier vollautomatisiert. Muss ich mich nicht drum kümmern. Das andere ist Synchronisation on demand oder continuous. Super Sache. Wenn es continuous ist, das heißt, jedes Mal, wenn ich meine App ansehe, habe ich die aktuellsten Daten, weil sie gepusht werden im Hintergrund. On demand wäre Knöpfchen drücken. Ist natürlich super, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Daten brauche, aber in den Keller gehe, wie beim Ablesen von meinem Zähler. Das passiert mir regelmäßig, dass ich unten das dann ablesen möchte, habe aber da kein Internet. Ja, da muss ich erstmal das aufschreiben, Foto machen, muss hochgehen und dann eintragen. Hier wäre es möglich, dass ich quasi dann runtergehe, mache die Angabe und gehe hoch. Dann synchronisiert sich das von alleine, ohne dass ich davon was mitbekomme. Super Sache. Und dann haben wir eben das Backend. Sync Gateway macht dann die ganze Role-Based Access Control, Encryption, SSL Offloading ist eine demilitarisierte Zone, weil sie vor dem Server steht. Die Apps haben also niemals direkten Zugriff auf den Server. Und das sind die drei Komponenten, die ich dazu brauche. On top, wo kann ich das noch deployen? Windows, Linux, Mac, Docker und Public Cloud. Und dann ist eine Spezialität von Couchbase auch, wir sind komplett nicht nur Cloud-ready, wir sind auch Microservice-ready, weil wir den einer der ersten im Markt entwickelten Operator haben für Microservices.
Vielleicht hat man schon mal was gehört von Autonomous Databases. Die heilen sich selber und maintainen sich selber. Die installiert man einmal und dann laufen die. Da muss man sich nicht mehr drum kümmern. Das macht ein Operator. Und wir haben den am weitesten entwickelten, der nicht nur sorgt, dass meine Applikation immer available ist, der macht sowas auch wie Autoscaling. Und das ist wieder dieser Kostenfaktor. Der skaliert halt raus, wenn ich plötzlich mehr Daten habe oder mehr Queries, und skaliert wieder rein, je nachdem, wie viele Nutzer man hat, dass man weniger verbraucht. Spart mir Kosten und das alles vollautomatisch. Und dann, last but not least, haben wir unser Cloud-Offering, Couchbase Cloud, Capella, Database as a Service in allen Public Clouds, wo ich mich dann um gar nichts mehr kümmern muss. Ich bezahle also nur noch meine Datenbank und mein Sync-Gateway und kann dann mich nur noch auf die Applikationsentwicklung konzentrieren, weil alles, was ich erzählt habe, ist dann im Hintergrund und man bezahlt nur für den Service. Die Datenbank an sich hat ein paar tolle Services. Da ist es auch so, es ist nicht nur die reine Datenhaltung, die wir haben. Wir haben ganz viele Surrounding Services. Also, Couchbase an sich ist schon mal zwei Produkte in einem, und zwar ein Managed Cache. Das wäre typischerweise zwei Produkte, der Cache und die Datenhaltung. Das ist bei uns schon native im Produkt integriert. Das heißt, alle Daten sind erstmal in Memory und dann werden sie von Disk gelesen. Deswegen ist es bei uns auch so, dass wir schneller als die Konkurrenz sind, weil die Konkurrenten meistens zwei Produkte dafür brauchen. Bei uns, alles built-in, sind wir schneller. Abfragemäßig Key Value. Das ist die Basisabfrage, die wir haben. Ich habe meine Dokumente unter einem Key gespeichert. Dem System sage ich, gib mir den Key und bekomme dann den Value. Dann, was ich schon erwähnt habe, Query und Index. Das ist SQL. Obwohl wir NoSQL JSON-Dokumente haben, können wir SQL sprechen. Das ist eine super Sache und dazu braucht man diese zwei Services. Die dritte Abfrage ist Volltextsuche. Das heißt, meine Daten sind ja gespeichert und man kennt es in der Vertragswirtschaft. Wenn ich jetzt meine Kundenverträge habe, zum Beispiel, werden die ja heutzutage digitalisiert. Typischerweise in Markup-Language, die dann dem Kunden als PDF gerendert werden, wenn er sie braucht. Jetzt kann es aber sein, dass der Agent oder der Kunde nach bestimmten Sachen im Vertrag suchen möchte. Das kann er ganz einfach machen, weil, wenn wir den Vertrag gespeichert haben als Markup-Language, ist das ja quasi ein großes Textfeld. Typischerweise schlecht zum Suchen. Mit Volltextsuche kann ich das aber ganz nach Keywords indexieren lassen und dann danach suchen. Und super Use Case, auch für Beschreibungen zum Beispiel. Wenn jetzt ein Field Agent im Description Field eingetragen hat, welche Arbeiten er an den Masten durchgeführt hat und man möchte schauen, okay, bei wie vielen Aufträgen im letzten Jahr wurde das Keyword Sturmschaden verwendet. Naja, dann nimmt man Volltextsuche auf meiner Datenbank und kann es abfragen. Das Tolle ist bei Couchbase, man kann es auch beides kombinieren, SQL und Volltextsuche. Das nennt sich dann Flex-Index und das können auch nur wir. Das ist eine tolle Sache. Kann man erstmal vorselektieren, zum Beispiel meinen Von-Bis-Zeitraum und dann in einem speziellen Feld suchen lassen. Tolle Sache. Nächstes ist Analytics. Wir haben ja, und dazu komme ich später noch im Detail, weil das wirklich eine tolle Sache ist, wir können Echtzeitanalyse anbieten, weil wir sind quasi eine Operational-Datenbank und eine Analytics-Datenbank. Habe ich vorher schon mal angesprochen. Damit ist es möglich, ohne ETL-Job, ohne Latenz, in Echtzeit teure Queries laufen zu lassen. Nicht auf der Operational-Database. Nein, wir haben nämlich einen Service, der die Daten spiegelt und dann dort abfragt, ohne die anderen Daten anzufassen oder den Server zu belasten, weil es ein extra Service ist. Eventing, das ist sowas wie Triggers, damit kann man Alarme schicken oder Aggregationen bauen und eben Mobile, das unser Sync-Gateway ist. Key Differentiators, High Performance, High Available Architecture, habe ich schon gesagt, zwei Sachen in einem, Managed Cache und die Serverhaltung. Dadurch, dass alles in Memory erst ist, ist es unglaublich schnell. SQL, Volltextsuche, haben auch nur wir SQL als Abfragesprache für eine NoSQL-Datenbank und auch eine Volltextsuche.
Replication ist bei uns unglaublich einfach für Disaster Recovery. Einem von unseren Kunden ist es passiert in der Flut in Deutschland, da ist das Datenzentrum unter Wasser gewesen. Alles kein Problem mit Cross-Data-Center-Replication. Typischerweise werden die Daten 1:1 rüber repliziert und wenn das eine ausfällt, ja, dann hat man immer noch das andere. Ist gesynkt. Innerhalb von 5 Klicks kann man das einrichten. Tolle Sache. Mobile-First und Offline-First Applikationen können wir machen mit unserem Couchbase Lite Client. Workload Isolation komme ich auch noch gleich dazu und Cloud Agnostic. Also wir sind designed worden für die Cloud und für Microservices. Wir sind future ready. Multidimensional Scaling. Ich habe ja die ganzen Services jetzt schon genannt, welche es gibt. Die kann ich alle individuell skalieren. Das ist toll. Die kann ich entweder co-sharen. Andere Datenbanken haben das ja. Das sind alle Services auf einem Server, wie bei relationalen Datenbanken. Daten, Index, Query, Synchronisation, alles auf einem Service. Couchbase ist es möglich, die Daten auseinanderzuziehen, also die Services. Dann kann ich quasi definieren, die Datenhaltung alleine soll nur auf diesen Knoten sein, Index und Query nur auf denen. Warum ist das super? Weil die Services sich gegenseitig nicht behindern und ich meine Ressourcen perfekt ausnutzen kann, ohne Overhead für andere Services. Und die Skalierbarkeit ist super, weil nehmen wir mal den Fall an, meine Daten bleiben gleich. Da bleiben auch meine Indexes gleich, weil die Daten sich nicht ändern. Aber plötzlich habe ich mehr Queries. In anderen Modellen, relationalen Datenbanken, bräuchte ich eine größere Box. Oder andere NoSQL-Datenbanken brauche ich zwar auch einen neuen Knoten, da laufen dann aber alle anderen Services auch drauf und brauchen einfach Ressourcen, die sie eigentlich nicht benutzen. Das kostet sie mehr als bei uns, weil ich skaliere nämlich nur einen neuen Knoten zum Query-Service. Super Sache. Von unserer High Availability ist auch extrem entwickler- und userfreundlich, weil bei uns gibt es keine zentrale Komponente. Großer Unterschied zu anderen Datenbanken. Bei uns kann es keinen Ausfall geben, weil wir keine zentrale Komponente haben. Wir sind komplett verteilt. Und wie funktioniert das? Es gibt nur die Application, das SDK und die Cluster Map und die Server. Eine Datenbank splittet sich mindestens auf 3 Knoten wegen der Redundanz und kann skalieren bis N. Also wir haben Kunden mit 1000 Servern. Die Datenbank wird gleich verteilt, shared nothing, auf alle Knoten. Und dann haben wir noch eine Replikaschicht, die umverteilt. Die macht also sicher, dass die Daten in der aktiven Schicht niemals in der Replikaschicht auf demselben Knoten sind, sondern immer woanders. Und dann kann man noch 1, 2 oder 3 Replikaschichten anschalten, um das zu verhindern, dass also gleichzeitig wohlgemerkt 1, 2, 3 Knoten rausfallen. Und dann haben wir noch andere Mechanismen für Racks und so weiter. Aber die Applications müssen sich initial nur auf einen dieser Knoten verbinden und bekommen dann die ganze Topologie, alle IP-Adressen, alle Informationen, wo welche Daten und Services laufen. Und jetzt ist es ganz einfach. Wenn ein Knoten ausfällt, dann wird die Cluster Map sofort geupdatet, benutzt diesen Knoten nicht, benutzt den anderen, liest die Daten dann von der Replikaschicht. Es gibt keine zentrale Komponente. Deswegen sind wir so ausfallsicher und können so leicht skalieren. Weil wenn ich einen neuen dranhänge, werden die auch sofort auf allen Cluster Maps geupdatet und der wird sofort mitbenutzt. Einskalieren, rausskalieren geht ultra schnell, Failovers gehen schnell. Das macht die Architektur möglich. Cross-Data-Center-Replication ist auch ein anderer Sweet Spot. Wir haben ja quasi, können wir eine Replikation anstellen von den Daten zu den mehreren Datencentern. Mit 5 Klicks habe ich dann Disaster Recovery und kann es replizieren. Super Sache. So, jetzt muss man ein bisschen schneller durchgehen. Ich rede sehr gerne. Data Access. Ja, das habe ich ja schon erzählt. Relationale Datenbanken zu NoSQL. So würde die Transition erstehen. Ich habe volle Flexibilität im Datenmodell bei uns. SQL als Abfragesprache.
So sieht es aus. Wir sind 100% ANSI-compliant, leicht zu benutzen. Abfragen sind 1:1 dasselbe. Volltextsuche habe ich auch schon erwähnt für Dokumenten. Das kann man nachbilden. Da gibt es dann im Hintergrund Mechanismen zu Inverted Indexes. Language Aware, also Deutsch, Englisch, alle möglichen Sprachen sind unterstützt. Und dann eben dieses Scoring, um zu schauen, welche Ergebnisse ganz nach oben müssen. Traditionelle Analytics Solution. Deswegen habe ich vorhin gesagt, transaktionale Datenbank plus Analytics, das sind wir. Warum? Weil eigentlich hat man Operationalist Datenbank, Analytics Datenbank, Batch-Prozess zum Analytics Tool und so weiter, braucht Zeit, ETL-Jobs und so weiter. Couchbase braucht man das nicht, weil wir in Echtzeit die Daten replizieren im selben Cluster auf den Analytics Service und da kann ich dann meine teuren Nickel Queries zum Beispiel für BI-Tools, Power BI, Tableau, kann man nahtlos dran bauen. Ich habe dann meine Machine Learning Module, wo ich dann Data Science machen kann. Ich kann aber auch, und das kann man im nächsten Schritt sehen, von mehreren Sourcen queryen. Und das ist jetzt echt toll für zum Beispiel Preisanalyse, Preisbindung und so weiter, weil ich mehrere Analytics Services, mehrere Cluster und auch Daten von AWS, S3 oder Azure Blob Store benutzen kann, um Aussagen zu treffen. Zum Beispiel Outage Detections. Ich kann in Echtzeit mein Netz analysieren und schauen, wo Outages sind. Oder Predictive Maintenance. Wenn irgendwelche Daten aus meinen Sensordaten runtergehen, kann ich das in Echtzeit analysieren, weil ich das unglaublich schnell in einem MPP-Framework machen kann. Eventing haben wir auch. Das ist sowas wie Triggers in relationalen Datenbanken. Kann ich Alarme schicken, Aggregationen machen, zum Beispiel für die Erkennung von Outages, alles built-in, Kafka mit meinem Exporter, Importer geht und so weiter. Unified Programming Model, SDK, habe ich ja schon gesagt, streamlined, da funktioniert ganz einfach, die App weiß nämlich, wo die Services sind und geht dann direkt auf den. Der Entwickler muss das nicht wissen, der benutzt einfach die API und das SDK macht das den Rest für einen. Die sind alle, die unterstützt sind, alle gängigen, die man so kennt, denke ich mal. Flexible Deployment und Edge-Architektur. Bei uns kann man sich dann nämlich entscheiden, ob man das Ganze selber hostet, egal auf welcher Infrastruktur, in der Public Cloud. Oder man nimmt einfach das Beste und Einfachste, unseren Couchbase Managed Cloud, wo alles aus einer Hand ist und man muss eigentlich nur entwickeln und für den Rest machen wir. Typische Field Application Architektur sieht so aus. Die Field Agents haben ihre Datenbank auf dem Gerät, die dann synchronisieren. Und hier sieht man schon, wir haben viele verschiedene Integrationssysteme und Partner auch, die uns dann mit ERP-Systemen und CRMs zusammenbauen, um die Daten bei uns zu halten und dann synchronisieren wir das über Web-Services. Hier mal eine Beispielarchitektur. Das Ganze kann ich nämlich dann in der Cloud haben und on-premise. Das braucht man zum Beispiel, um Real-Time-Applications zu erzeugen. Man kann sich vorstellen, alles, was in der Cloud ist, ist erstmal weit weg. Und wenn ich aber lokal schnell Daten brauche, dauert es. Welche Lösung gibt es mit Couchbase? Ich kann mein Rechenzentrum immer weiter rausziehen. Ich kann immer noch meine Cloud haben. Nehmen wir dann an, wir haben ein kleines Kraftwerk, Wasserkraftwerk zum Beispiel. Da könnte ich dann ein Sync-Gateway installieren, zusammen mit einem Server, die dann lokal Daten sammeln. Das ist sehr weit draußen. Und dann könnte ich, weil es so weit draußen ist, Abfragen im Millisekundenbereich machen, weil ich nicht erst in die Cloud-Daten synchronisieren muss, sondern ich kann sie lokal ausführen. Verschiedenste Applikationen sind da möglich. Was ihr schon erwähnt habt, die Daten werden immer weiter rausgezogen. Auch AWS und Azure haben das erkannt. Die haben jetzt nicht nur ihre großen Rechenzentren, die haben jetzt auch Partnerschaften mit Internet-Software-Service-Providern, die dann mit 5G immer weiter rausziehen. Und warum? Wenn ich Echtzeit-Abfragen im Sub-Millisekunden- oder Millisekundenbereich brauche, muss meine Daten weiter rauswandern. Sonst kann ich das gar nicht schaffen wegen der Physik.
Ein paar Use Cases wird dann jetzt noch der Andrea erzählen, die wir im Oil und Gas haben. Ja, danke, Gregor. Also vielleicht ist, genau, also teile ich mein Bildschirm mit. Okay. Können mein Bildschirm sehen, oder? Mhm. Alles ja. Klar. Gut, okay. Ja, gut, dann wir haben, vielen Dank für die Präsentation, Gregor. Wir haben schon über Field Service gesprochen. Ich wollte einfach nur ergänzen, über IoT einfach. Ja, natürlich, es ist extrem kritisch für Unternehmen in der Energiebranche, Daten die von also irgendwelche Anlage kommen. Also sie können also Mühlleitkraftwerken sein oder Deponiegasanlagen oder Gasanlagen. Es ist ganz kritisch zu wissen, also was passiert Echtzeit in diesen Anlagen und ob Probleme da sind, technische Probleme, aber auch zu verstehen, zum Beispiel, wie die Qualität der Produkte zum Beispiel aussieht, sodass das also so schnell wie möglich verbessert werden kann mit Analytics und so weiter. Also ich wollte einfach nur sagen, PG&E ist eine der größten Utility Companies in den USA. Und sie nutzen Couchbase genau für eine Field-Service-Applikation. Also die Vorteile von Couchbase sind verschiedene. Also sicher gibt es die Möglichkeit, eine Microservice-Applikation, also eine Applikation mit Microservice zu nutzen. Und die Daten können ganz einfach von verschiedenen Applikationen grundsätzlich benutzt werden. Und ja, also die Techniker haben, können grundsätzlich die Applikation mit deren Endgeräten jederzeit nutzen. Sie brauchen nicht unbedingt das Netzwerk und das Netzwerk ist nicht immer verfügbar in genau vor Ort. Und also sie müssen nicht darauf warten, dass sie das Netzwerk zur Verfügung haben, um die Applikation zu nutzen. Und das ist natürlich ganz wichtig für sie. Ja, also die Entwicklungszeit war auch sehr schnell. Also die Flexibilität der Dateimodelle ist sicher ein großer Punkt von Couchbase, aber nicht nur von Couchbase, muss man sagen, also von verschiedenen NoSQL-Lösungen wirklich. Aber sicher, Couchbase bietet diese SQL Query Language, die zusammen mit einer der Architekten von SQL erfunden wurde, das heißt Don Chamberlain. Und ja, einfach die Automatisierung war auch ein sehr starkes Punkt und deswegen nutzt PG&E Couchbase seit Jahren. Ich würde sagen, General Electric ist auch ein ganz ähnlicher Anwendungsfall. Wir können nur vielleicht hier ergänzen, dass diese IoT-Applikation hat sowieso also auch einige Vorteile gehabt und das heißt, also grundsätzlich die Schwierigkeiten mit den traditionellen Technologien wurden mit Couchbase grundsätzlich gelöst. Und also auf ähnliche Probleme mit auf ähnliche Gründe wie auch mit PG&E hat die Mobilfunktionalität und die Sync Gateway System sicher geholfen, diese Applikation erfolgreich zu entwickeln. Centrica ist auch ein Field-Service-Anwendungsfall, aber gibt es auch einen sehr starken Customer 360-Degree-View-Komponent. Das heißt, also Centrica, also British Gas, hatte alle die Informationen über die Kunden in Legacy-Systemen. Und sie haben eine komplette Migration von SQL und Mainframe gemacht. Und jetzt nutzen sie Couchbase als Hauptdatenbank, um Kundendaten zu speichern und auch um viel Maintenance zu schaffen. Ich würde sagen,
Ja, also über Centrica und Billig Gas, wir wissen, es ist die erste, glaube ich, die erste Unternehmen in der Branche von den UK. Vielleicht sprechen wir auch von diesen anderen Unternehmen. Wir können nicht, den Namen von diesen Unternehmen geben, aber wir können sagen, das war eine Applikation, die von Infosys, einer von unseren Partnern, entwickelt wurde. Und diese Applikation ist von einem der Top 3 Unternehmen in der Energiebranche in Deutschland benutzt. Das ist für Smart Meter Reading und alle Informationen über die Nutzung der Strom von Kunden sind grundsätzlich in Couchbits gespeichert. Und die Kunden können jederzeit wissen, also wie viel Strom sie benutzen oder in der Vergangenheit be benutzt haben. Und was wichtig war, war genau, dass die Entwicklungszeit mit Couchbase wurde ganz stark reduziert. Die Applikation war erstens in relationalen Datenbanken und ganz wichtig war, dass Couchbase grundsätzlich mit Red Hat, Confluent und andere Technologien nutzbar war. Genau, das ist grundsätzlich die Pay-as-you-go-Applikation von diesem Unternehmen. Und jetzt eigentlich schauen Sie auch Couchbase für eine Field Maintenance, Field Service Applikation. Ja, ich würde sagen, wir haben schon ziemlich viel darüber ge gesagt. Also ich weiß es nicht, ob jetzt vielleicht wollen wir einige Fragen nehmen. Wir haben noch einige Minuten da. Ah ja, ganz wichtig, Entschuldigung. Also es ist möglich, Couchbase, also in der DBaaS-Version, kostenlos auszuprobieren. Also man muss einfach auf unsere Website gehen. Und dann man kann Couchbase Capella, die Database-as-a-Service-Lösung, ausprobieren. Und dann gibt es auch die Möglichkeit für einige Leute, die lokal auf den Laptop Couchbase ausprobieren wollen, einfach Couchbase Enterprise herunterzuladen. Und ja, man kann einfach testen lokal machen und gibt es auch keine Deadline. Also die Test kann grundsätzlich ewig dauern. Aber ja, natürlich, man braucht die Lizenzen, falls dann die Couchbase produktiv nutzen möchte. Gut, vielleicht einige Fragen da über das Thema. Schauen wir mal in die Chatbox. Sebastian, siehst du einige Fragen da? Okay, warten wir eine Minute. Glaube, das ist eine von Hermann. Wie einfach ist es, von relationalen Datenbanken zu Couchbase zu migrieren? Möchtest du diese Frage nehmen, Gregor? Ja, kann ich machen. Also von relationalen Datenbanken ist es ja total einfach zu uns zu migrieren, weil wir diese ganzen Relationen auch nachbilden können. Nichtsdestotrotz sollte man schon sich Gedanken machen, eventuelles Datenbankmodell zu ändern, um optimal auf Couchbase und die Performance abgestimmt zu sein. On top gibt es viele Partner von uns, die Migrationstools haben, wo das nahtlos geht. Man kann das eine im Live-Betrieb migrieren zu uns, hat dann beide parallel synchronisiert und dann kann man das eine abschalten. Geht sehr einfach. Gut, danke vielmals. Es ist noch eine, und zwar, ja, wie kann ich verstehen, wann zum Beispiel eine Technologie wie Couchbase Sinn machen kann? Also Couchbase macht immer Sinn. Wir sind bei kleinen Use Cases und großen Use Cases benutzt.
Warum? Weil ich glaube, da gehe ich auch auf den zweiten Punkt von Sebastian noch ein. Wir sind ja eine ganze Plattform mit einigen Services an Bord. Das hilft einem natürlich beim Sparen, weil ich brauche nur einen Administrator dafür, der sich mit dem Thema auskennt und habe dann out of the box gleich sechs, sieben Systeme. Genauso die Architektur macht es natürlich möglich, dass ich nur die Ressourcen benutze, die ich auch brauche. So kann ich auch wieder Geld sparen. Und on top, die Entwickler haben es einfach, weil die API streamlined ist. Ich muss mich nicht über Redundanz oder Architektur Gedanken machen. Ich connecte mich auf das Cluster initial, das sind zwei Zeilen, und ab da kann ich das System benutzen und es läuft im Hintergrund. Perfekt, danke dir. Und ich sehe noch, wie helfen solche Systeme bei der Kostenreduktion? Den habe ich ja gerade angesprochen. Ja, ich meine, ja, also wirklich, also technisch, also wirklich für, ja, also Kosten für Infrastruktur. Oder es ist ja, vielleicht ist auch noch ein Punkt, dass man kann irgendwie auch die an den Anzahl der Technologien irgendwie ja, also reduzieren, oder? Ja, habe ich gesagt. Okay, alles klar. Dann ich glaube, vielleicht gibt es noch. Okay. Alles klar. Ich glaube, gibt es keine andere Frage, oder? Genau, dann. Ja. Alles gut. Dann vielen Dank allen für die Zeit. Dann, ja, wir bleiben in Kontakt und falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns Bescheid sagen. Danke euch. Tschüss. Gut.